So, wir sind jetzt am Ende dieser Abstimmungen angekommen. Ich darf vereinbarungsgemäß aufrufen den Tagesordnungspunkt 13. Das ist der Dringliche Antrag der Fraktion der SPD betreffend Direktwahlen in den von § 150 HGO betroffenen Städten ermöglichen, Drucksache 20-3137. Die Redezeit, die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Und ich darf dem Kollegen Günter Rudolph das Wort erteilen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Corona-bedingt haben wir im Landtag im März eine Änderung der HGO vorgenommen. Das war unstrittig. Die Direktwahlen, die im Zeitraum vom April bis Oktober stattfinden sollen, zu verschieben, das ist insoweit unspektakulär und der Sache geboten. Herr Kollege Grobe, machen wir gleich. Ja, bitte schön. Kollege Günter Rudolph, Sie haben das Wort. Ja, ich habe ja Zeit. Und, meine Damen und Herren, der Wahltermin wurde auf den 1. November festgelegt. Und jetzt ist unser Eindruck, immerhin handelt es sich um laut FAZ vom 23.06. jetzt 49 betroffene Kommunen und Direktwahlen. Manche Kommunen, etwa wie die Gemeinde Walluf im Rheingau-Taunus-Kreis, musste den Wahltermin wiederholt verschieben. Sie hatten ihn jetzt auf den 8. November festgelegt. Der wurde dann korrigiert von Seiten des Innenministeriums auf den 1.11. Das erscheint uns nicht ganz schlüssig und nachvollziehbar. Warum? Es kann nicht sein, dass Kommunen, deren Direktwahl wegen Corona verschieben muss, nur den Termin 1. November zugewiesen bekommen, während andere Kommunen, die noch ein Zeitfenster haben, sehr wohl zwischen dem 1. November und dem 14. November 2021, da wo die Kommunalwahl stattfindet, ihre Termine festlegen können. Deswegen ist das natürlich schon auch für Kommunen durchaus ein Ärgernis. Das ist jetzt kein parteipolitisches Problem, weil das betrifft Walluf, das betrifft Hofheim, Liederbach, Krombach, Kelsterbach, Rodenbach, also auch völlig unterschiedliche Strukturen und Kandidaten vor Ort. Deswegen, das, glaube ich, haben wir damals als Gesetzgeber so auch nicht gemeint. Der Hessische Städte- und Gemeindebund als die Dachorganisation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden insbesondere sieht das auch anders. Das Innenministerium legt explizit diese Regelung sehr streng aus und will alle Direktwahlen auf den 1. November, die durch Corona betroffen sind, verweisen. Das, meine Damen und Herren, ist nicht die Flexibilität, die wir uns gerne wünschen. Zumal bei möglichen Stichwahlen wir dann im November sind. Ich erinnere an die diversen Feiertage. Der 15. wäre Volkstrauertag, der 22. November Totensonntag. Sicherlich keine idealen Tage, um es einmal vorsichtig zu formulieren, für Direktwahlen und Stichwahlen. Danach beginnen die Adventssonntage. Deswegen ein bisschen mehr Flexibilität an der Stelle wäre angebracht. Das hat unser Antrag zum Inhalt. Wir haben ja damals als Gesetzgeber bewiesen, wir sind in der Lage, kurzfristige Änderungen auch vorzunehmen, die vor Ort die Befriedung herbeiführen, auch hinsichtlich des Wahltermins. Wir haben ja ein paar Monate Direktwahltermine hinausgezögert. Das ist ja nicht unproblematisch, aber der Situation geschuldet. Deswegen unser Antrag und deswegen auch die Bitte an die Landesregierung. Vielleicht sagt der Innenminister, je nachdem, wie der Verlauf ist, dann wäre der Antrag in der Sache ja erledigt, dass wir den Kommunen die Flexibilität geben. Das wäre der richtige Ansatz. Aber die Alternative, nur 1. November, finden wir, ist zu kurz gesprungen. Deswegen dieser Appell an die Landesregierung und deswegen dieser Antrag. Es besteht Handlungsbedarf. Wir können auch nicht warten bis nach der Sommerpause, sondern wir brauchen Planungssicherheit jetzt. Ich finde, das ist ein sachgerechter Ansatz, dem man zustimmen kann im Interesse der betroffenen Kommunen. Hierum bitten wir Sie. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Und ich bitte noch einmal um Verzeihung dafür, dass es ein bisschen Lärm von hier gab. Wir haben ein Abstimmungsergebnis richtig zu stellen, nämlich bei Tagesordnungspunkt 9 stelle ich jetzt das Protokoll fest, dass die AfD zugestimmt hat und nicht abgelehnt hat. Das ist richtig, Herr Dr. Grobe, nicht wahr? So ist es. Alles klar, ist richtig gestellt. Und jetzt hat das Wort der Kollege Alexander Bauer für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe mich schon gewundert, dass wir jetzt gerade von der SPD einen derartigen dringlichen Antrag vorgelegt bekommen, der nach den Einlassungen vom Kollegen Rudolph wahrscheinlich bei genauer Lektüre eigentlich hinfällig ist und der Sache nach erledigt ist. Aber wir wollen uns trotzdem noch einmal die Entstehungsgeschichte vor Augen führen dieses entscheidenden Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit und zur Verschiebung von Bürgermeisterwahlen.
Wir erinnern uns daran, dass dieser Gesetzentwurf gemeinsam von vier Fraktionen, der CDU, den GRÜNEN und FDP und ironischerweise auch der SPD eingebracht wurde. Und Sie, Kollege Rudolph, haben es persönlich sogar hier vorgetragen an diesem Rednerpult und um Zustimmung geworben. Nein, aber die erste Lesung wurde mit breiter Mehrheit verabschiedet, und da verwundert es den Laien doch schon, und der Fachmann staunt, dass Sie das Gesetz, das Sie jetzt hier kritisieren, selbst für gut befunden haben. Da darf man nachfragen, was ist denn der Grund Ihrer Kritik? Was ist der Grund Ihrer Kritik? Sie haben selbst damals erwähnt, ich darf zitieren, vier Fraktionen haben den Gesetzentwurf vorgelegt. In schwierigen Zeiten, Zitat, muss die unterste staatliche demokratisch legitimierte Ebene handlungsfähig sein. Trotzdem gilt, bevor es andere sagen, dass es gut ist, dass erfahrene Kommunalpolitiker wie Kollege Bellino und vielleicht auch ich, also gemeint ist Kollege Rudolph, den einen oder anderen Hinweis zu diesem Gesetz gegeben haben. Das heißt, sie haben sogar noch Hinweise gegeben, wie man es besser machen kann. Und damit ist das Gesetz auch praktikabel anwendbar. So kann ich Sie zitieren. Praktikabel anwendbar. Und jetzt ist es alles im Bauschenbogen schlecht, Kollege Rudolph. Das ist doch ein Treppenwitz der Geschichte. Wir haben damals, Kollege Rudolph, im März, in einer Zeit, als es schreckliche Bilder der Corona-Pandemie gab, beschlossen, dass die ab April 2020 anstehenden und bereits terminierten Bürgermeisterwahlen zu verschieben sind. Und diesen erheblichen Eingriff in verfassungs- und wahlrechtliche Grundlagen, den haben wir nicht zum Spaß vorgenommen, meine Damen und Herren. Wir mussten diesen Schritt gehen, weil die Gefährdungs- und Infektionslage durch das Coronavirus für die Menschen in unserem Land im März noch unberechenbarer waren, als sie es heute sind. Es ging damals wie heute um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger und im Hinblick auf die Praxis auch um eine niedrige Wahlbeteiligung zu verhindern, um die Legitimierung dieser jeweiligen Wahlen. Das Innenministerium hat damals schon alle anderen denkbaren infektionsschutzrechtlichen, wahlrechtlichen oder wahlorganisatorischen Maßnahmen geprüft. Denn ein derart erheblicher Eingriff auch in die kommunale Selbstverwaltung muss ja gerechtfertigt sein. Und letztlich haben wir in Abwägung der betroffenen Rechtsgüter uns in diesem Punkt für das Thema Gesundheit entschieden und das als Priorität gesetzt. Der früheste Termin für die Durchführung der Bürgermeisterwahlen für den Zeitraum April bis Oktober wurde auf den 1. November festgelegt. Auch dieser Termin hat ja den Vorteil, dass zur Einreichung der Wahlvorschläge, wie gesetzlich vorgesehen, spätestens am 69. Tag vor dem Wahltag der 21. August gelten kann, also ein Tag nach den Ferien, die ja bekanntlich am 17. August auch enden. Da wir aber bereits im März dieses Jahres schon an die Kommunalwahl im März nächsten Jahres gedacht haben, haben wir den Kommunen die Entscheidungsfreiheit überlassen, die Wahl des Bürgermeisters auch ausnahmsweise erst gemeinsam mit der allgemeinen Kommunalwahl am 14. März nächsten Jahres durchzuführen. Und so kann man gegebenenfalls noch für eine höhere Wahlbeteiligung sorgen, wenn man die entsprechenden Wahlen zusammenlegt. Das Gesetz, das wir hier beschlossen haben und dem Sie zugestimmt haben, regelt also in § 150 HGO neu die Bürgermeisterwahlen für den Zeitraum von April bis Oktober 2020, die Corona-bedingt abweichend von der sonst üblichen Normierung in § 42 HGO Absatz 3 durchzuführen sind. Die Vorschrift also modifiziert in ihrem Satz 1 lediglich den sonst für den Wahltag zu bestimmenden zeitlichen Rahmen, innerhalb der die Wahl durchzuführen ist. Und falls eine Direktwahl in diesem Anwendungsbereich liegt, dann darf man sie grundsätzlich eben nicht vor dem 1. November durchführen. Das bestimmt das neue Gesetz. Nicht vor dem 1. November. Achten Sie auf diese Formulierung. Sofern also nach dem jeweiligen Zeitrahmen auch ein Wahltermin nach dem 1. November möglich sein wird, kann auch der Tag der Kommunalwahl gewählt werden. Und sofern durch diese Verschiebungsmöglichkeiten eine Bürgermeisterwahl sozusagen eine Amtszeit ausläuft, gelten selbstverständlich die Weiterführung der Amtsgeschäfte. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, meine Damen und Herren. Durch diese Corona-bedingte Vorschrift, die wir jetzt neu eingeführt haben, wird allerdings keine Frist der generellen Regelung in § 42 Absatz 3 HGO neu eröffnet oder verlängert. Das heißt, diese Formulierung nicht vor dem 1. November stellt doch klar, dass die Gemeinden, die nach § 42 einen Wahltermin nach dem 1. November bestimmen können. Dieses Recht bleibt nach wie vor erhalten, meine Damen und Herren. Und deshalb ist Ihr Antrag schlicht unnötig und auch letztendlich unsinnig. Meine Damen und Herren, ich möchte zum Schluss noch einmal betonen, das Innenministerium unterstützt doch jeden Tag und begleitet die Kommunen gerade auch in der Corona-Zeit engstens mit Rat und Tat. Es gibt seit jeher einen engen Kontakt zu Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und zu Landräten. Um die im März getroffenen Regelungen zur Verschiebung der Kommunalwahlen, auch die steht nicht im luftleeren Raum.
Das Gesetz hat eine ausführliche Begründung, der man das entnehmen kann. Zudem hat das Innenministerium, mein letzter Satz, das Innenministerium hat am Tag der Verkündung des Gesetzes Auslegungshinweise herausgegeben und stand und steht auch jederzeit für Rückfragen in dieser wichtigen Frage der Gesetzesterminierung einer Wahl der kommunalen Familie zur Verfügung. Wir lehnen diesen Antrag ab. Er ist letztendlich überholt, und ich empfehle Ihnen, ihn eigentlich zurückzuziehen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Nächster Redner ist der Abg. Lambrou, Vorsitzender der Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir entscheiden heute über den Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD, welcher zum Ziel hat, die Direktwahlen in den von § 150 der Hessischen Gemeindeordnung betroffenen Städten und Gemeinden grundsätzlich auch zwischen dem 1. November 2020 und dem 14. März 2021 zu ermöglichen. Erst kürzlich haben wir hier in diesem Plenum, darauf haben Vorredner hingewiesen, diesen dringlichen Gesetzentwurf zur Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit und zur Verschiebung der Bürgermeisterwahlen angenommen. Dieses Gesetz sollte den Kommunen vor allem Handlungs- und Rechtssicherheit bieten. Und leider wurde hierbei auch aus Sicht der AfD nicht bedacht, dass auch die Frist nach § 42 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung neu eröffnet oder entsprechend verlängert werden müsste, sodass nun in der Tat einzelne Kommunen bei Fristüberschreitung ihre Wahltermine auf den Stichtag am 1. November 2020 festzulegen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, hier brauchen wir nicht lange um den heißen Brei herumzureden. Handlungs- und Rechtssicherheit sollte dieses Gesetz bieten. Das tut es auch. Allerdings müssen wir natürlich auch dafür Sorge tragen, dass unsere Kommunen flexibel handeln und ihre Bürgermeisterwahlen entsprechend in einem Zeitraum, wie es der § 150 der Hessischen Gemeindeordnung im eigentlichen Sinne vorsieht, festlegen können und nicht dazu gezwungen sind, bei Nichteinhaltung der Frist alle am 1. November zu wählen. 49 Direktwahlen sind laut dem Innenministerium hiervon mittlerweile betroffen, die eigentlich zwischen April und Oktober 2020 hätten stattfinden sollen. Damit diese betroffenen Städten und Gemeinden innerhalb des oben genannten Zeitraumes oder zusammen mit der Kommunalwahl wählen können, bedarf es nur einer geringfügigen rechtlichen Anpassung. Ob dieser nachträgliche Regelungsbedarf nun dem Ministerium aufgrund später unpräziser und irreführender Kommunikationspolitik, wie es die SPD in ihrem Antrag sagt, oder ob dies im Voraus von allen antragstellenden Fraktionen hätte bedacht werden sollen, sei dahingestellt. Übrigens haben den angepeilten Wahltermin zuvor auch zu wenige Kommunen an das Statistische Landesamt gemeldet, sodass man eigentlich von weniger Wahlen ausgehen musste. Erst nach und nach kam man auf die dann beträchtliche Zahl von 49 Direktwahlen. Meine Damen und Herren, wichtig ist, dass wir umsichtig handeln, damit unsere Kommunen von den hier getroffenen Entscheidungen im Hessischen Landtag in erster Linie auch profitieren und nicht in ihren Entscheidungsspielräumen eingeschränkt werden. Dementsprechend wird sich die AfD-Fraktion dem dringlichen Antrag der Fraktion der SPD anschließen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lambrou. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht der Kollege Markus Hofmann. Na, ich, also, das, Entschuldigung, Herr Schaus, wenn Sie also... Ja, nee, ich war aber auch kein böser Wille von mir. Ich hatte es mir jetzt so hingelegt. Okay. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vorneweg, ich bin sehr froh, dass wir hier so eine hochqualifizierte Opposition haben, die sich an der Gesetzgebung seinerzeit noch gar nicht so lange her beteiligt haben und auch federführend dabei waren. Mich überrascht halt tatsächlich die Tatsache, dass man gleich schon nach wenigen Monaten sich selbst infrage stellt. Nein, es geht um die Auslegung.
Durch Corona ist in Hessen eine Notlage eingetreten, in der eine ordnungsgemäße Durchführung der bereits terminierten Bürgermeisterinnenwahlen zwischen April und Oktober 2020 nicht möglich ist. Und diese Verschiebung betrifft 49 hessische Kommunen. Und wer schon einmal eine Bürgermeisterwahl mitgemacht hat, ich war selber einmal Kandidat 2012, der weiß oder die weiß, dass ein Wahlkampf mit sehr vielen sozialen Kontakten zusammenhängt, an Wahlständen, an Veranstaltungen, Haustürbesuchen. Und deshalb sind diese Pandemie-Maßnahmen, aufgrund dieser Pandemie-Maßnahmen ist es eben nicht sinnvoll, die Wahl da durchzuführen vor dem 1. November. Und gerade aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit den Stimmen von CDU, Grünen, SPD und Freien Demokraten Ende März das Gesetz zur Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit und zur Verschiebung der Bürgermeisterwahlen verabschiedet, meine Damen und Herren. In § 150 haben wir gemeinsam geregelt, dass vor dem 1. November keine Bürgermeisterwahlen stattfinden dürfen. Und diese Regelung ist nach wie vor richtig, Herr Weiß, richtig. Und auch die Nähe zur Kommunalwahl haben wir im Gesetz erkannt und die Möglichkeiten gegeben, den Bürgermeisterinnenwahltermin alternativ auf den Tag der Kommunalwahl zu legen. Alles unbestritten. So. Ja. Und natürlich ist es aber auch klar, dass eine verschobene Wahl, und ich gehe jetzt zum Beispiel auf Wallow ein, 26.04., eine verschobene Wahl. Ja. Eine verschobene Wahl sollte nächstmöglich, und das ist der früheste Termin, 1. November 2020, nächstmöglich stattfinden. Und das, alles andere wäre nämlich arrogant oder respektlos, wie das hier gegenüber den Wählerinnen und Wählern öfters mal kundgetan wird. Alles andere wäre arrogant und respektlos. Frühestmögliche Wahl ist der 1. November. Alternativ haben wir festgelegt, Kommunalwahl 2021. Frühestmögliche Wahl ist der 1. November. Und alle Wahlen vor. Moment, Herr Kollege. Also, die Dispute, die ihr da so ist, bilateral führt, die müsst ihr irgendwie draußen führen. Herr Kollege Hofmann hat nämlich das Wort. Bitte. Danke. Alle Wahlen vorher müssen nächstmöglich gewählt werden. Und das ist der 1. November per Gesetz, wo Sie mitgearbeitet haben. Also. Und nicht der 8. November und nicht der sonstige, sondern der 1. November. Alternativ Kommunalwahl 21. Das ist der Punkt. Und wenn da die eine oder andere Kommune ein Problem hat, es gibt immer die kommunalen Spitzenverbände, die man ansprechen kann. Es gibt auch das Innenministerium, das man ansprechen kann. Es gibt Auslegungshinweise diesbezüglich. Also, von daher verstehe ich den Antrag nicht, und deshalb bin ich auch dafür, den Antrag schlichtweg abzulehnen. Vielen Dank, Herr Kollege. Jetzt hat der Abg. Hermann Schaus das Wort, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Manchmal verstehe ich die Beiträge nicht, wie bei meinem Vorredner. Weil, meine Güte, um was geht es denn hier eigentlich? Es geht darum, dass wir am 24. März in erster und zweiter Lesung ohne Aussprache eine Novellierung an zwei Punkten der HGO und vorgenommen haben. So, der erste Punkt bezieht sich sozusagen auf ich sage mal Verkleinerung des Parlaments, Notparlamente, § 51a. Der hat schon zu einigen Irritationen geführt. Wir haben im Innenausschuss darüber schon mehrmals diskutiert, auch mit dem Innenminister, weil es natürlich so ist, dass die Auslegung dessen, was hier dringliche Angelegenheiten sind und die dem öffentlichen Wohl dienen und keinen Aufschub dulden, auch vor Ort zu Irritationen geführt hat. Da gibt es Auslegungshinweise, aber in manchen Fällen haben sowohl die Bürgermeister als auch vor allen Dingen die Stadtverordnetenvorsteherinnen und Stadtverordnetenvorsteher da eigene Interpretationen reingebracht. Da wurde sozusagen alles dann zum dringlich erklärt und das an den Hauptfinanzausschuss zum Beispiel zu übertragen und vieles mehr. Also insofern, ich sage mal so, zu diesem Gesetz.
dem wir ja als einzige Fraktion damals nicht zugestimmt haben. Wir haben uns der Stimme enthalten, weil wir schon einige Bedenken haben, kann ich nur sagen, heute sagen, jetzt im Nachhinein, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und insofern ist es jetzt auch notwendig, die Diskussion zu führen und eventuell, sei es über Verwaltungshandeln oder über eine entsprechende gesetzliche Novellierung, das auch noch einmal nachzuschärfen. Es ist klar, dass in der Corona-Pandemie zu Beginn im März, ich erinnere noch einmal, wie die Stimmung insgesamt da war, da hatten wir ja auch nur eine eintägige Sitzung hier, dass wir alle große Ängste hatten, dass sozusagen die parlamentarischen Prozesse und Entscheidungen nicht mehr getroffen werden können. Und angesichts dieser Situation ist diese Gesetzesnovellierung seinerzeit zustande gekommen, in aller Eile. So. Und jetzt deswegen, wir haben, also ich will das nur abschließen an der Stelle, zum § 51a gab es ja zwischenzeitlich auch eine Verwaltungsgerichtsentscheidung im Landkreis Darmstadt-Dieburg, dass es eben nicht geht, sozusagen einfach das an den Haupt- und Finanzausschuss zu übertragen, noch dazu Angelegenheiten, die weiter sind. Und all das muss natürlich auch in der konkreten Arbeit berücksichtigt werden bis zu den Kommunalwahlen. Jetzt sagt die SPD, und das ist genau der Punkt, und deswegen habe ich meinen Vorredner überhaupt nicht verstanden, die sagt, na ja, wir haben im Gesetz beschlossen, dass entweder der 1. November oder das dann verlagert wird auf den 14. März, den Wahltermin, und nichts dazwischen. Und tatsächlich ist das auch so, weil der Hinweis sowohl von Herrn Bauer, ja, wo er sagt, wir haben zu § 150 beschlossen, nicht vor dem 1. November 2020, da muss man natürlich auch den gesamten Gesetzentwurf lesen. Und dann lese ich Ihnen einmal vor, was Sie sozusagen als Lösung, und das ist ja sozusagen, das ist ja mitbeschlossener Teil der Begründung, ja? Dann müssen wir, was hier beschlossen wurde. Da heißt es in der Ziffer 2, sozusagen unter der Ziffer Lösung, also zu im Gesetzesvorspann, in einer Abwägung der betroffenen Rechtsgüter wird der früheste Termin für die Durchführung der Bürgermeisterwahlen im Zeitraum vom 1. April bis Oktober 2020 gesetzlich auf den 1. November 2020 bestimmt. Soweit noch d'accord. Angesichts der Nähe der allgemeinen Kommunalwahl am voraussichtlich 14. März 2021 können die zuständigen kommunalen Vertretungskörperschaften auch beschließen, dass die Wahl des Bürgermeisters ausnahmsweise erst gemeinsam mit der allgemeinen Kommunalwahl erfolgt. Also, das heißt doch, hier ist doch ausgesagt, entweder 1. November oder wenn ihr nicht, naja, ja, die können das beschließen. Sie machen es am 1. November oder sie machen es am 14. März. Und das, was die SPD will, ist doch berechtigt zu sagen, dann lass uns doch auch zwischen diesem Zeitraum wählen. Und deswegen ist das auch berechtigt und deswegen ist das auch richtig und wir unterstützen dieses Anliegen. Danke schön, Kollege Schaus. Für die Fraktion Die Freien Demokraten spricht der Kollege Jörg-Uwe Hahn. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss gestehen, dass wir Freie Demokraten bei diesem Thema nicht wirklich einen erhöhten Bluthochdruck haben. Und ich glaube, das ist auch nicht angemessen dieses Themas, dass hier ein solcher Dynamik noch einmal kurz vor den Sommerferien, hoffentlich ungestörten Sommerferien, aufkommt. Ja, Kollege Schaus hat es jetzt endgültig auch für den Letzten begreifbar vorgetragen, um was es geht. Es gibt eine gesetzliche Grundlage, die haben wir fast alle gemeinsam gemacht, und die heißt Ent oder Weder. Entweder am 1. November oder am 14. März. Das ist Gesetz. So, und jetzt sagen die Sozialdemokraten, mit Ihrem Antrag, aber wir hätten gern dazwischen auch noch was. Und Sie merken auch an meiner Art des Vortrages, ich kann mich da nicht emotionalisieren. Wir können uns da alle nicht emotionalisieren. Also die Rechtslage ist klar. Da ist nichts
Da ist nichts Unklares. Doch, die Rechtslage ist klar. Der Kollege Schaus hat es ja eben noch einmal vorgetragen. Die Frage, jetzt fangt ihr schon wieder an mit den Emotionen. Liebe Nancy, noch anderthalb Stunden, und dann ist hoffentlich 6 Wochen Ferien für dieses Haus. Naja, siehst du, ich wollte Emotionen ein bisschen reinholen. Sollen wir als Liberale sagen, okay, aber die Entscheidung ist jetzt immer so getroffen, wie sie getroffen ist, und jeder konnte sich darauf auch einstellen. Ich weiß, dass der Hessische Städte- und Gemeindebund es ein bisschen anders interpretiert. Ich will auch sagen, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, jetzt als Jurist zu sagen, dass es falsche Auslegungshinweise gebe. Also, so wie ich das Gesetz lese, ist es relativ eindeutig. Aber man will sich ja auch nur an den Hinweisen abarbeiten und nicht an dem Gesetz. Ansonsten hätte man ja auch von der SPD einen anderen Weg wählen müssen, nämlich man hätte einen Gesetzesänderungsantrag stellen müssen. Also einen Gesetz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus der Not ist dieses Gesetz im März dieses Jahres geboren. Es ist nicht überall rund. Das hat Kollege Schaus mit der Entscheidung des VG Darmstadt, war es, glaube ich, gewesen, an anderer Stelle deutlich gemacht. Und wir, die wir alle kommunalpolitisch auch arbeiten, wissen, dass es immer wieder dieselbe Frage gibt. Ist das jetzt nun oder ist das nicht? So, und genauso ist es hier halt möglicherweise aus der Not geboren, ein bisschen, ich will einmal sagen, ein bisschen egoistisch auf diese beiden Daten fixiert worden. Lassen Sie mich ein Letztes sagen, um das auch ein bisschen inhaltlich abzubinden. Demokratie braucht Legitimation. Die Legitimation, die man durch Wahlen bekommt, sind zeitlich befristet. Die Legitimation derjenigen, die eigentlich hätten gewählt werden müssen oder sich zur Wahl hätten stellen müssen, ist natürlich durch unser Gesetz um ein bisschen Monate, 6, 7 Monate verlängert worden. Also ist es auch nicht ganz demokratietheoretisch blöd, zu sagen, aber dann macht es jetzt bitte auch am 1. November und nicht noch zwischendurch. Oder aber, wenn ihr das wirklich wollt, am 14. März. Sie merken, das Thema ist, glaube ich, gar nicht so kompliziert. Und ich finde, politisch von keinem zu gewinnen. Man kann es linksrum und rechtsrum machen. Aber das, was die SPD wollte, hätte sie eigentlich durch einen Gesetzesänderungsantrag machen müssen und nicht durch diesen dringlichen Entschließungsantrag. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Hahn. Für die Landesregierung spricht der Innenminister, Staatsminister Beuth. Bitte schön, bitte schön. Um Gottes Willen. Sicher ist es. Ich brauche den Innenminister noch ein bisschen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kollege Schaus hat vorhin die Frage gestellt, worum geht es? Es geht darum, meine Damen und Herren, dass der SPD-Ortsverein in Walluf gerne am 8.11. eine Bürgermeisterwahl durchführen möchte, die am 26.04. hätte stattfinden müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist der Grund, warum wir uns hier im Hessischen Landtag mit dieser Frage beschäftigen. Der Hessische Landtag hat entschieden, dass er aufgrund des Pandemiegeschehens die Bürgermeisterwahlen wegen der Sorge von Infektionen verschiebt beziehungsweise nicht zulässt vor dem 1. November. Ja, meine Damen und Herren, das hat der Hessische Landtag hier entschieden. Das ist auch unbestritten worden, wie ich durch viele Zwischenrufe jetzt eben gehört habe. Dann dürfte vielleicht auch unbestritten sein, dass die Hessische Landesregierung, der Innenminister beziehungsweise die Kommunalabteilung sowohl die Landkreise wie auch die kommunalen Spitzenverbände bereits am 27.03. darauf hingewiesen hat, wie dieses Gesetz sozusagen, was der Hessische Landtag hier beschlossen hat, zu betrachten ist an einer entscheidenden Stelle, die Sie im Moment sozusagen auflösen wollen. Ich will Sie zumindest einmal insofern darauf hinweisen, dass wir den § 42 der Hessischen Gemeindeordnung nicht ausgesetzt haben, sondern mit dem § 150 nur eine Regelung geschaffen haben, dass alle Wahlen, die vor dem 1.11. hätten stattfinden sollen, da jedenfalls mal nicht stattfinden dürfen. Und so haben wir damals geschrieben, am 27.03., sofern nach dem jeweiligen zeitlichen Rahmen des § 42 Absatz 3 Hessische Gemeindeordnung auch ein Wahltermin nach dem 1. November 2020 möglich sein sollte, dann kann auch dieser bestimmt werden.
Für die Bestimmung des Wahltags gilt im Übrigen der § 42 des Kommunalwahlgesetzes. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist eindeutig. Und lieber Herr Kollege Rudolph, Sie fordern Flexibilität. Die Flexibilität des Innenministers, die endet halt eben an den Bestimmungen des Gesetzes. Ich kann das und will und werde das auch nicht ändern, meine Damen und Herren. Und ich bin Herrn Kollegen Dr. Hahn sehr dankbar dafür, dass er sehr unemotional gerade eben noch einmal darauf hingewiesen hat, worum es eigentlich sozusagen im Kern nämlich hier bei diesem Vorgang geht. Wer durch Wahlen bestimmte demokratische Legitimation von Wahlbeamten per Gesetz, was wir gemacht haben, verlängert, der muss den Eingriff so gering wie möglich halten, meine Damen und Herren. Und das tun wir genau mit dem, was wir gemacht haben, dass wir gesagt haben, am 1.11. frühestens, das heißt, alle Wahlen, die vorher hätten stattfinden müssen nach dem Gesetz, müssen dann halt eben am 1.11., meine Damen und Herren, stattfinden. Und ich komme noch einmal auf das Argument von Herrn Dr. Hahn zurück, nämlich der Legitimation. Oder es gibt einen Grund, eine noch höhere Legitimation zu erreichen. Das ist der Gedanke der Bündelung mit der Kommunalwahl. Und das ist die einzige Ausnahme, die für diejenigen Wahlen dann im Gesetz von uns bestimmt worden ist. Wer vor dem 1.11. hätte wählen müssen, muss am 1.11. oder wegen der Chance auf eine höhere demokratische Legitimation kann das auch ganz extra ausnahmsweise gemeinsam mit der Kommunalwahl machen. Meine Damen und Herren, die Fristen sind im Gesetz so entsprechend festgelegt. Es handelt sich nicht um eine Frage der Flexibilität, sondern von Recht und Gesetz. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Für die Fraktion der SPD hat sich gemeldet der Kollege Günter Rudolph. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ist ja schon bemerkenswert. Also, Herr Hoffmann, Sie haben sich überhaupt nicht mit dem Antrag und Sie haben sich auch schon gar nicht mit der Materie auseinandergesetzt. Das ist der Pavlovsche Reflex, den Antrag der SPD lehnen wir ab. Geschenkt interessiert uns an der Stelle ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr. Worum geht es, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wir haben damals im März, im Nachhinein sage ich, vier Fraktionen vielleicht uns nicht die abschließenden Gedanken gemacht. Weil das, ja, das kann ja sein, weil ich merke ja jetzt, wie das interpretiert wird. Es geht im Kern darum, dass zwei Wahltermine möglich sind. Übrigens kein Mensch gesagt, dass wir vor dem 1. November wählen sollen. Also Herr Bauer hat hier keiner gesagt von uns, steht auch nicht in dem Antrag. So viele intellektuelle Redlichkeit sollten auch Sie jetzt mal bei Ihren Redebeiträgen dann schon anwenden. Das will gar kein Mensch. Aber worum es geht, warum ist zwischen dem 1. November und 14. November kein Wahltermin möglich? Weil der 14. November Kommunalwahltermin, als die Direktwahl eingeführt werde, sollten die Bürgerinnen und Bürger 14. März, danke für den Hinweis. 14. März. Die Direktwahl soll ja auch möglichst, um der Bedeutung der Direktwahl gerecht zu werden, nicht unbedingt mit anderen Wahlen zusammengeführt werden. Auch das ist ein Argument, was Sie als Direktwahlbefürworter immer machen. Meine Damen und Herren, die Gemeinde Walluf, nicht der SPD-Ortsverein, Herr Innenminister, Sie stammen ja aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, es waren auch andere Fraktionen beteiligt, spielt auch keine Rolle. Nicht der SPD-Ortsverein, sondern nicht nur in Walluf, woanders wird es auch diskutiert. So, worum es jetzt hier geht, wir haben Gesetzentwürfe innerhalb von einem Tag beschlossen. Wenn Sie als der zuständige Innenminister und der Hessische Städte- und Gemeindebund als die Dachorganisation legt den § 150 HGO anders aus und auch noch im Juni und hat das betroffenen Gemeinden mitgeteilt, warum Sie dann nicht bereit sind zu sagen, ja, dann muss das Gesetz geändert werden. Wenn Sie es nicht wollen, dann ist das auch eine Botschaft. Aber Sie wollen nicht die Flexibilität ermöglichen zwischen dem 1. November und dem 14. März nach dem Motto, wir haben das einmal so beschlossen, das gilt nicht. Und das ist einfach schlicht und ergreifend. Schade, es betrifft nicht nur die Walluf. Wissen Sie, Herr Wagner, Sie müssen, wir haben halt nicht die Möglichkeiten, Sie lassen sich ja alle Gesetze schreiben in den Ministerien. Und dann ist ja so, der Innenminister könnte ja auch auf den Städte- und Gemeindebund zugehen. Sie wollen es nicht, dann bleibt es eben dabei, dann können die Kommunen den Direktwahltermin über vier Monate hinausschieben. Für manche Kommunen ist das fast ein Jahr später
als bisher. Auch da kann man fragen, wie demokratisch ist das an der Stelle noch, wenn die Wahlperiode 10, 11 oder maximal 12 Monate ausgewählt wird. Das ist ein Hinweis aus der Praxis, der sich jetzt im Laufe der letzten Monate ergeben hat. Das ist ein Hinweis, den der Städte- und Gemeindebund teilt, der sachlich gerechtfertigt ist. Aber bei CDU und GRÜNEN sieht man ja, hier geht es nicht um Sachlichkeit, sondern es ist ein Antrag der Opposition. Wir lehnen sie halt ab. Dann wissen die Betroffenen vor Ort, was sie davon zu halten haben. Und Herr Innenminister, wir haben schnell mal geändert bei einem anderen Artikelgesetz, dass es auch Sitzungsgelder für Videokonferenzen gibt. Wo ein Wille da ist, etwas zu verändern, hat die Landesregierung ja das bewiesen. Ich will nicht von dem Zweidrittelgesetz reden. Sie sind ja da durchaus in der Lage, Gesetze schnell und kurzfristig zu ändern. Hier wollen Sie es nicht. Dann stimmen wir über den Antrag ab. Und dann weiß jeder vor Ort, wer für eine praktikable, vernünftige Lösung ist und wer nicht. CDU und GRÜNE jedenfalls nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rudolph. Wir sind damit am Ende der Aussprache, bitte. Am Ende der Aussprache angelangt. Ich lasse nun abstimmen über den Tagesordnungspunkt 13. Das ist der Dringliche Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 20-3137. Wer stimmt diesem Dringlichen Antrag zu? Es ist die AfD, die Sozialdemokraten und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 der GRÜNEN. Und wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist der Dringliche Antrag abgelehnt.